von Stefan Giannakoulis. Dank Jupp Heynckes ist die Rentnergang des FC Bayern dabei, die Bundesliga wieder bis hin zur Langeweile zu dominieren. So schlecht wie die Berichterstattung kann der deutsche Fußball nie werden. Und der FC Schalke 04 ist so gut wie der BVB. Nach nur 4 Spielen unter Jupp Heynckes stehen die Münchner dort, wo sie ihrer Meinung nach permanent hingehören, an der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga. Und das gar mit einem kleinen Polster, 4 Punkte vor den Rasenballsportlern aus Leipzig, gar 6 vor den Dortmundern und den Schalkern. Was auch immer der bis zum Erbrechen zitierte Heynckes Effekt sein soll, es war wohl keine völlig falsche Entscheidung, ihn zum 4. Mal in den vergangenen 30 Jahren als Trainer zu engagieren. Und der entlassene Carlo Ancelotti steht dem Vernehmen nach kurz davor, demnächst die italienische Nationalmannschaft anzuleiten, die just erstmals seit 60 Jahren die Teilnahme an der Weltmeisterschaft verpasst hat. Aber zurück zu den Retro-Bayern, die nach dem 72 Jahre alten Heynckes nun auch den 75 Jahre alten Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt als Teamarzt zurückgeholt haben, der 1977 erstmals für den Club arbeitete. Und hatten wir erwähnt, dass Peter Herrmann und Hermann Gerland, Heynckes Assistenten, 65 und 63 Jahre alt sind. Initiiert hat das alles der 65 Jahre alte Präsident Uli Hoeneß, seit 1970 im Verein. Das alles klingt nach einer bayerischen Version von Der große Bellheim, dem Fernsehvierteiler von Dieter Wedel aus dem Jahr 1992, in dem 4 Rentner eine Kaufhauskette vor dem Ruin retten und zeigen, dass Leistung keine Frage des Alters ist. Von daher ist der FC Bayern also gut aufgestellt, wenn an diesem Samstag, ab 15.30 Uhr im Live-Ticker bei n-tv.de, der FC Augsburg am 12. Spieltag nach München kommt. Und Ancelotti war mit seinen 58 Jahren wahrscheinlich einfach zu jung. Unser Tipp: 3:0. Das kann die Dortmunder Borussia altersmäßig natürlich nicht mithalten, punktemäßig auch nicht. Bevor der große Heynckes seinen Ruhestand unterbrach, stand der BVB in der Tabelle 5 Zähler vor den Bayern, danach ging fast nichts mehr. Es begann mit einem 2:3 gegen Leipzig, es folgten ein 2:2 in Frankfurt, ein 2:4 in Hannover und am 11. Spieltag dann ein 1:3 gegen den FC Bayern. Nun treten die Dortmunder an diesem Freitag ab 20.30 Uhr beim Aufsteiger VfB Stuttgart an. Und verzichten freiwillig auf ihren besten Angreifer, auf Pierre-Emerick Aubameyang. Warum? Aus disziplinarischen Gründen. Ansonsten sagt ihr 53 Jahre alter Trainer Peter Bosz, wenn man nicht gewinnt, ist der Druck da. Wenn man das Gegenwind nennt, dann ist der Wind da. Zumal er einräumte, nicht nur die Ergebnisse, sondern auch die Spielweise haben mich nicht immer froh gemacht. Aber, wir haben in der Länderspielpause mal wirklich trainieren können. Hat Spaß gemacht, der Optimismus bei mir ist da. Tipp: 0:2. Das ist doch schön, ändert aber nichts daran, dass die aufstrebenden Schalker mittlerweile ebenso viele Punkte gesammelt haben wie der BVB. Am Sonntag nun ist ab 15.30 Uhr der Hamburger